Es ist Lockdown, Leute, habt ihr mitgekriegt, ne? Seit irgendwie einer ganzen Zeit lang kann man nicht mehr in Bars gehen. Ich habe meinen inneren emotionalen Party-Lockdown eigentlich schon vor 10 Jahren begonnen. Ich war überhaupt in gar keinen Bars mehr, einfach so, weil ich da nicht mehr hingegangen bin. Und ich verpasse ja trotzdem eine Menge und ich möchte zumindest wissen, was los ist, dass ich nicht nur die Rücklichter dieser Gesellschaft noch sehe. Und deswegen gibt es eine schöne Rubrik und die machen wir jetzt wieder. Und da werde ich ein bisschen aufgeklärt und zwar bei Verblüffendes aus Berlin. So, und dafür bin ich jetzt hier in einer Bar und in dieser Bar erwartet mich bereits Sophie Passmann. Hallo Klaas. Und es ist so eine richtige Neuköllner Bar, wie ich sie eigentlich noch nie betreten habe, weil als ich noch in Bars gegangen bin, da war der Stadtteil Neukölln noch nicht gebaut. Gab's noch nicht. Nee. Nein, der war einfach noch nicht angebaut an Berlin. Und jetzt mittlerweile ist der da und es gibt da ein emsiges Innenleben offenbar in diesem Stadtteil. Hier wird richtig wild bei uns. Ja, und jetzt, wir gehen jetzt mal alle Sachen durch, die man so wissen muss, damit man nach dem Lockdown nicht da steht wie und guckt da wie das Schwein ins Uhrwerk, sondern man will ja wissen, wie es funktioniert. Genau, du bist eigentlich der Einzige, der aus dem Lockdown cooler zurückkommt, als er reingegangen ist. Ja. So, okay. Jetzt, das heißt, du weißt Bescheid, du bist ich bin jung und hast Anschluss. Ich bin so eine richtige Partymaus. Hast du Anschluss in Berlin? Ich habe Anschluss in Berlin, du klingst wie meine Mutter jetzt. Ich habe Anschluss in Berlin, ich bin jeden Abend in der Bar, ich kenne mich richtig aus und ich kann dir alles erklären, was du wissen musst. Okay, was machen wir jetzt als Erstes? Also ich habe natürlich eine Menge Fragen. Also, das ist also ich bin in der Bar jetzt. Das ist eine Bar. Erstmal, ja. Also wenn wir es durchspielen, solltest du erstmal reinkommen in die Bar. Ja, okay. Oder möchtest du also... Bitte? Ja, nee. Kommst du klar hier in dem Raum? Ja, ich komme im Wesentlichen komme ich in Räumen klar, aber ich komme jetzt erstmal rein. Ja? Ja. So. Ja. Ich komme jetzt rein, damit ich einmal dieses Bargefühl halt habe. Ich komme rein, sag guten Abend, ja, nee. Hallo. Sorry, muss ich ganz kurz unterbrechen, das geht schon mal nicht. Wieso? Weil du, weißt du, wie du aussiehst? Schau mal an. Adretter junger Mann. Normal siehst du aus. Das geht in Berliner Bars überhaupt nicht. Also du, irgendwas muss an dir... Ja. Weißt du, ich wusste, dass es das passiert. Ich hab dir... Greif mal bitte. Hier. Klaas. Ja? Nimm. Was ist das? Ein Hut. Ein Hut? Und ein Geigenkasten. Warte. So. Und warum jetzt den Pokal genau? Weil das einfach spannende Accessoires sind. So, du kannst nicht in eine Berliner Bar reinkommen, ohne außergewöhnlich auszusehen. Also, da kannst du auch direkt den Besitzer in die Bar pissen, wenn du das machst. Du musst schon irgendwie außergewöhnlich aussehen. Du musst interessant aussehen. Ja, du musst eine Geschichte erzählen. Du kannst nicht einfach mit so einem Dad-Pulli reinkommen und sagen, gib mir einen Drink. Das ist Moment Berlin. Moment mal, Dad-Pulli, hallo? Ah. Das ist hier, also wenn ich jetzt mit einem kuriosen Gegenstand, der erstmal nicht zur Situation passt, das wirft Fragen auf und dann... Ich bin gespannt. Und ich stehe im Zentrum dieser Frage, steht das Interesse an mir, oder? Du wirst merken, es fühlt sich anders an. Gut, ich hole noch mal rein. Ja, und da frage ich mich, wer ist der Mann? Was ist seine Geschichte? spielt er Geige? Hat er im Geigespiel einen Pokal gewonnen? Bundesjugendspiele? Man weiß es nicht. Okay, so jetzt stelle ich aber meine Geige hier erstmal hin. Ja. Gut, was sind denn das hier so für Leute? Wenn ich jetzt mal sehe, ja keine echten, dann kann man hier hingehen. Also hier sehe ich jetzt zum Beispiel hier so er mit dieser Frisur hier und sowas. Das sind spanische Expats. Die sind, also die eigentlich in Spanien waren das alles mal Herzchirurgen und die sind nach Berlin gekommen, um ihren Lebenstraum zu erfüllen, nämlich jonglieren an der roten Ampel und Essen ausliefern für Lieferando. Ja. Also das ist deren Leben und die hängen hier so rum. Gut, das kenne ich. Alles klar, was trinken die denn zum Beispiel? Die trinken immer Wodka Mate. Immer. Wodka, also ich habe noch nie einen spanischen Expert getroffen, der nicht Wodka Mate trinkt. Das ist ein gutes Getränk. Ja. Du kannst ja mal für so eine Bar-Experience versuchen, bei mir zu bestellen. Wir spielen das einfach mal durch, damit du weißt, wie das ist. Gut, also ich käme hier rein, hätte meine interessanten Sachen abgestellt. Bin der Barkeeper. Hätte schon so ein bisschen praktisch für Aufsehen gesorgt. Klar. Und jetzt stelle ich mich hier hin und melde praktisch mit meiner Anwesenheit hier Interesse an einem Getränk an. So, hallo? Könnte ich was bestellen, bitte? Hallöchen? Könnte ich einen Wodka Mate bitte bekommen? Hallo? Das ist sehr laut hier drin. Wir kürzen das ab. Normalerweise läuft das so, dass du eine halbe Stunde ignoriert wirst vom Barkeeper, auch wenn er ganz genau merkt, dass du da bist. Hilft auch nicht mit Geld wedeln. Das würde so lange laufen, bis du in eine andere Bar reingehst, die um die Ecke ist. Da würde es genauso sein. Und nach einer Stunde kommst du wieder, hast immer noch nichts getrunken, latent schlechte Laune. Ja. Dann würde ich dich bedienen. Aber ich habe aber zu Hause aber vorgetrunken, weil das machen immer noch alle, die in Neuköllner Bars gehen, dass die zu Hause. Also das machen immer noch junge Leute. Aber ist das so, dass man praktisch besoffen noch losgeht und dann aber am lebendigen Leibe ausnüchtert, weil man so lange ignoriert wird? Genau, wenn so der erste Kopfschmerz kommt. Das sehen wir euch an. Ja. Und dann kriegst du und dann das Ich probiere manchmal mit meiner Prominenz zu wedeln, dass ich da bevorzugt behandelt werde. Also ich möchte, weil ich ja im Fernsehen bin, denke ich, dass die Leute mich sehen und mir praktisch einen Gefallen tun will, als, also letztendlich als Dank dafür, dass ich sie so viele Jahre so gut unterhalten habe.
gut unterhalten, auch ein starkes Wort, aber das funktioniert in Berliner Bars eben auch nicht, weil da ja alle ausstrahlen, ich kenne auch Promis privat. Ja. Also so ein ständiges so, ja, Carlo und ich sind ja auch am Wochenende unterwegs. Und da tun die eher so, als wären sie nicht beeindruckt von dir. Also nicht prominent sein hilft sehr in Berliner Bars. Gut. Also wart noch 10 Jahre. Aber wie ist das jetzt mit der Mate? Kann ich das jetzt haben? Ja. Wie genau geht das? Na, ich würde an deiner Stelle auf Englisch bestellen. Ja, a Clubmate. Genau, Clubmate ist... Clubmate so. With a vodka. Clubmate, jetzt musst du erstmal, wir müssen beide abtrinken. Man muss live abtrinken in der Bar. Nee, wir schütten das ja nicht weg. Komm, mehr. Alles, was du weggetrunken hast, ist Wodka am Ende. Ach so, ja klar, natürlich. So. Boah, das schmeckt so fies, ne? Bah. Findest du? Anders erträgst du Nachtleben nicht. So, da kommt Wodka rein? Kommt Wodka rein, richtig schön. Sag mal, und jetzt machen wir eine Sache, die ist null Corona-konform, aber sieht richtig cool aus bei den Kids. Ein bisschen viel Wodka fällt mit. Ja. Du musst den Daumen jetzt da drauf halten. Ja. Wichtig, vorher nicht Hände waschen, ja, weil meistens funktionieren die Badezimmer, die Waschbecken eh nicht. Und dann einmal umdrehen, ja, mal Riesensauerei. Sag mal, okay. Und dann hast du das alles fachmännisch vermischt. Leute, was sind das für Typen, die da sitzen? Die sehen anders aus als diese zwei Jonglage-Typen. Das sind Agentur-Heinis. Ach. Das sind, können wir auch mal... Kannst du, also wichtig ist schon, dass du einmal probierst. Na gut. Die sitzen aber so eng zusammen, die haben da was zu besprechen. Ne? Also die haben irgendwie eine gute, das ist eine gute Stimmung an dem Tisch. Erkennst du immer, dass sie schwarz tragen? Ja. Immer so ein bisschen zu geile Laune haben. Und eigentlich ist es außergewöhnlich, dass sie hier am Tisch sitzen, weil normalerweise gehen die zu zweit ständig auf Toilette. Ja. Und kommen mit richtig geiler Laune zurück. Ja. Die sind aber jetzt gerade ausnahmsweise mal kurz hier. Wenn ich kurz einhaken darf, weil die super viel Kokain nehmen. Ach so. Ja, oder? Ah, nee, darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Ach so, okay. Was will der eigentlich hier? Der steht die ganze Zeit da und glotzt. Was können wir erstmal das Getränk zu uns nehmen? Ach, Entschuldigung. Was ich vorbereitet habe? Ja. Espresso Tini. Oh, nee, klar, das darfst du nicht trinken. Das darfst du wirklich nicht einschalten. Das darfst du nicht trinken, weil... Warum nicht? Weil so wie das Getränk wirkt, so wirkt aus meiner Vorstellung Kokain. Wenn ich das trinke, ja, dann bin ich 2 Minuten später nackt. Und tanze Lambada. Was ist denn das? Was ist das? Also das ist was, was ich nicht mehr trinken kann. Das geht nicht. Ist dir das mal passiert? Das macht einen, ja, das macht einen komplett verrückt. Ja. Okay, was ist das? Das ist Espresso mit Wodka. Ja. Und das ist einfach so, die zwei Getränke, die man nicht mischen sollte, wurden gemischt. Ja. Anders erträgt man das Nachtleben nicht. Ja, also Espresso Tini. Das ist praktisch, da wird der Alkohol mit dem ICE der guten Laune sofort bis in die Fingerspitzen komplett transportiert. Ja. Okay. Und du wirst sofort süchtig und trinkst 7 davon. Ja. Okay. Dann bist du nicht mehr du selber. Schmeckt aber so ein bisschen wie so ein Kaffeebonbon, das du im Bäcker bekommst. Ganz schön lecker, ja, pass auf. Das ist sehr gut. Das wird mein neues Lieblingsgetränk. So ja, habe ich auch angefangen. Das ist richtig super gut. Ja, ich weiß. Schmeckt mir sehr gut. Ich würde aber an deiner Stelle den nicht vor ihm zu offen trinken. Genau, was ist sein Geheimnis? What's his secret? Er ist, wie du siehst, ein sogenannter kerniger Mann. Dem kernigen Mann gehört die Bar immer. Ja. Und deswegen hat er so alles im Blick und ist auch so ein Whisky-Kenner natürlich. Okay. Der trinkt Negroni. Was ist das? Ist das nicht, hat er nicht bei DSDS gewonnen? Genau, er hat erst bei DSDS gewonnen und mittlerweile ist ein sehr starkes Getränk. Ist einfach nur Schnaps drin. 3 verschiedene Schnäpse, warum denn nicht? Alter. Ja, ist ein bisschen stark, muss man vorsichtig trinken. Ja, das ist doch toll, oder? Ich habe einiges gelernt. Liebe Sophie, kommst du noch mal wieder und zeigst mir, was so los ist im jungen, dynamischen Berlin? Du, gar kein Problem. Er und ich kommen wieder. Ich finde das so toll, dass du mit mir noch Zeit verbringst. Du. Finde ich wirklich toll. Gib mir noch 5 Jahre. Ich bin richtig dankbar. Ich fühle mich wirklich wie Kai Flaum an der Bobbahn. Möchtest du noch einen Continental Sour mitnehmen? Bitte? Kannst du bei mir abladen, Klaas? Nee, jetzt trinken wir das schön aus hier. So. Prost. Das war Verblüffendes aus Berlin.